So. So. Okay, ich bin da. Glaub ich. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich euch erstmal so lasse. Oder ob ich dich zumindest wieder zurückbringe. Auf den Weißmagier. Ist mir, glaube ich, lieber bei dem Dungeon. Alle anderen sind, glaube ich, erstmal okay. Glaube ich, hoffe ich. Hallo, hallo. Gehen wir noch mal rein und lassen uns von allem töten. Ich habe trainiert, ja. Falls du das nicht siehst. Ich habe Level 50 nicht ganz geschafft, aber immerhin dicht dran. Und ich habe mich ein bisschen in den Dunkelritter verliebt, deswegen ist er noch da. Ja, das war der Erdkristall. Das haben wir schon. Das hatten wir auch schon. Ich bin mal gespannt, ob wir das diesmal schaffen. Oder ob wir wieder kläglich... Oh, shit. Ich habe vergessen zu heilen. Schon wieder. Ja. Das nervt mich. Wenn man den Job wechselt, heilt er nicht automatisch die Magie. Der hätte es auch beim Baden lassen können. Blöd. Sehr blöd. Aber... Wir haben ja alles da. Wir können uns ein kleines bisschen am Leben erhalten. Aber nur ein kleines bisschen. Aber ich habe mit dem Krieger und mit dem Dragoon habe ich zwei, die sich rein theoretisch heilen können selbst. Mit dem Angriff. Was schon mal nicht schlecht ist. Da wollte ich nicht hin. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Naja, da ist Zinnober wieder gegangen. Sein großes Hobby. Aber es ärgert mich mit der Magie, ganz ehrlich. Kannst du eigentlich irgendwas Schönes? Haben wir noch irgendwas Schönes? Pizza. Ja, die Dragoon können gut hüpfen. Aber siehst du, wenn ich normal angreife, heilt er sich. Weiß nicht, wie weit uns das bringt. Wahrscheinlich nicht allzu weit. Weiß aber nur nicht, ob Sprung vielleicht mehr bringt. Vor allen Dingen schützt ihn das ein bisschen. Ich muss sagen, wir schlagen uns besser, als ich gedacht hatte. Und jetzt sterben sie alle. Nö, noch nicht. Ich bin erstaunt.
er hat doch so geheilt. Was können wir denn noch? Was haben wir denn? Ach, nicht mehr so viel, schade. Oh oh. Naja, gut. Dass man nicht irgendwie mehrere auf einmal schmeißen kann. Das würde mir noch sehr gefallen. Für meine Notlösung. Hey! Wir haben es geschafft! Und wir haben nur Zinnober verloren. Ich speichere. Falls irgendwas kommt und mich schnell umbringt. Der Erdkristall, der letzte der vier Kristalle. Krieger des Lichts, ein Sterblicher namens Zande, missbraucht meine Kräfte zu bösen Zwecken. Er will die ganze Welt in Dunkelheit hüllen. Doch ich will sie euch vermachen. Die Welt? Cool. Nutzt sie, um die Wolke der Dunkelheit zu vertreiben. Der Erdkristall schenkt der Gruppe sein Licht. Die Berufe Hexer, Schamane und Evokateur oder so stehen neu zur Verfügung. Ich kann mich auch nur an Wasser und Feuer erinnern, aber ich habe. Der Kristall wird das wohl wissen. Der Sikrusturm. Hey! Den haben wir doch auch schon mal gesehen, gehört. Wurde aus purem Licht erschaffen. Xande plant, unsere Kräfte mit diesem Licht zu verstärken und die Wolke der Dunkelheit herbeizurufen. Eile zum Sikrusturm, Krieger des Lichts, und setzt seinem Treiben ein Ende. Sind wir da nicht? Ich muss erstmal hier raus. Ganz raus. Und in mein Schiff. Und vielleicht mal heilen. Das wäre echt super. Damit ich auch wieder Magie einsetzen kann. Ja, kann sein. Ist es gar nicht mehr so genau. Aber was das Leveln vor allen Dingen gebracht hat, ist Geld. Deswegen habe ich ein bisschen aufgestockt. Stimmt, als sie in die Höhle gefallen sind, ne?
Da haben sie den, glaube ich, gekriegt. So, kann ich jetzt einfach hier lang? Zwei Kopflose. Ja, wir können wieder zaubern. Obwohl ich schon überlege, ob ich doch den Baden wieder einsetze. Den Weißmagier spare. Der Bade ist auch nicht ganz unnütz. Weil der Bade verbraucht keine Magiepunkte. Oh. Oh, das ist ja süß. Und der Schaman ist ein kleiner Mokri. Ist ja sehr niedlich. Ja, ich hatte den Baden, ich hatte auch den Gelehrten ausprobiert. Der Gelehrte liegt mir aber gar nicht. Der bringt irgendwie auch nicht so viel. Aber der Bade ist nicht ganz... Ein fetter Bommel. Ist nicht ganz sinnlos. Ich weiß nicht, ob er uns hier viel bringt, aber draußen auf dem Feld war der eigentlich ganz nützlich. Oh nice, Klon. Sieht die wirklich so aus? Oder ist da was schief gelaufen? Weil der kann nämlich die Attacke und die Intelligenz von allen steigern. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Wirkung hat. Man sieht nicht, dass es irgendeine Wirkung hat. Also an den Figuren selbst. Aber ich bilde mir ein, das bringt was. Nicht nur einen. So. Eine Truhe. Und das da wollte ich auch mal ausprobieren. Hat das jetzt irgendwas gemacht? Wir werden es nie erfahren. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt haben wir zu viel gelevelt. Ich weiß auch nicht. Aber egal. Kann ich den Baden einfach mitschleppen. Ja, definitiv. Er heilt zwar nicht so viel, aber er heilt immer gleich alle. Und mit steigendem Level wird es, glaube ich, immer mehr. Oder sollte immer mehr werden. Wenn er nicht gerade stirbt, das Vieh ist hartnäckiger als alle anderen. Oh, warte, es heilt sich auch. Was sollen wir gerade machen? Kann ich dich zu Tode heilen? Ich muss es ausprobieren. Immerhin ist es tot. Irgendwie muss es eine Bewandtnis haben, dass wir die Gegner heilen können. Du kannst trotzdem da mal heilen. Das ist wahr. Vielleicht können wir auch wiederbeleben. Mal sehen. Das funktioniert. Hey, du solltest den da heilen. Ah doch, du hast... Okay, ja, wir müssen...
Wir müssen den Gegner heilen. Na gut. Heilt den zu Tode oder so in der Art. Sieht das eigentlich aus mit Phönixfeder? Bringt das was? Das muss ich jetzt auch noch ausprobieren. Du kannst derweil selbst heilen. Phönixfeder war nicht effektiv. Na gut. Vielleicht wäre das auch ein Instant-Kill. Da ist natürlich der Weißmagier schon praktischer. Aber egal. Da kann ich auch auf... Nee, ich kann halt nur auf uns gehen, nicht auf den Gegner. Aber dann heile ich uns und heile den Gegner. Das ist auch irgendwie seltsam. Wie viele Lebenspunkte hast du denn? Da wäre der Gelehrte schon praktisch. Nein. Hey, wir haben es überlebt. Okay, da sollte man sich merken. Den muss man heilen. Ich wollte gerade sagen, aber hoffentlich begegnen wir ihm nicht so häufig. Ich kann meine Gedanken lesen. Was mache ich denn? Nehme ich denn wegen dem Vieh den Weißmagier mit? Oder lass es bleiben und mache es so, wie ich es jetzt auch mache. Ehrlich. Halte das echt massiv viele Lebenspunkte. Da ist noch eine Schatztruhe. Wie kommt man da denn hin? Und vor allen Dingen, wo muss ich generell hin?
Was ist verdammt riesig hier? Findet sich da denn zurecht? Oh, wir nähern uns der 50. Wir kommen da noch hin. Na, ich will zu dem Turm in der Mitte. Weil ich glaube, da müssen wir hin, oder nicht? Hier sind zu viele Truhen. Wie kommt man da denn jetzt hin? Ah, aber dieser Drache geht mir auf die Nerven. Ja, nee, der Turm steht da in der Mitte. Konnte mit dem Luftschiff immer schön um den Turm herumfliegen, wenn ich das wollte. Wollte natürlich nicht immer. So, hoffen wir mal, dass keiner verreckt. Also da hinten kann man irgendwo hoch. Ich nicht irgendwo. Ah, da. Da ist eine Tür. Wahrscheinlich müssen wir da hin. Da sind noch Kisten. Da geht es auch irgendwo hin. Von wo sind wir eigentlich gekommen? Von da sind wir gekommen. Ja, von da sind wir gekommen. Dann müssten wir da lang. Gehe ich einfach. Scheiß auf die Kisten. Ach komm. Bock auf das Vieh. Das nicht einfach geben. Ich möchte meine Items schon noch für mich selbst behalten. Oh, ein Behemoth. Thank you.
Verdammt. Puh, ich dachte, der killt uns jetzt alle weg. Ja. Das haben wir gut weggesteckt. Ich bin erstaunt. Nein, so weit wollte ich nicht raus. Hey. Ich will schon noch da bleiben. Ich könnte einfach ein bisschen... kleine Heilung raushauen, wenn ich sie jemals wiederfinde. Das ist ein besonders anstrengendes Geräusch. Bitte schön. Jetzt haben wir alle gelitten. Noch eine Phönixfeder, das ist nicht schlecht. Du hast es nicht gehört, da hast du Glück gehabt. Wahrscheinlich haben es nicht so viele gehört, weil ich weiß, wie laut der Ton ist. Dein Ton ist ganz aus. Laut genug. Ah, schön. Dann habe ich alle genervt. Das ist super. Das ist mein neues Hobby. Und ich kann euch sagen, diese Geräusche werden uns erhalten bleiben, bis ich weiß nicht wohin. Ich glaube, die haben heute noch die Geräusche. Oder die Soundeffekte. Ja, das kenne ich. Deswegen habe ich den sonst auch nie an. Da ist irgendwas in dieser Mitte. Oh, nur eine Säule. Okay, ich hatte Angst vor einer Säule. Heilige Lanze. Heilige Lanze klingt nach etwas, was einer von uns tragen könnte. Da ist die besser aufgehoben, glaube ich. Ich glaube, die Blutlanze sorgt dafür, dass wir uns heilen, wenn wir angreifen, aber ich weiß es nicht. Aber ich finde, die sitzt da super.
Oh, Zinnober hat auch bald 99 auf dem Krieger. Oh, ich glaube, wir können den Turm sehen. Also sehen konnten wir ihn schon. Betreten, wir können den Turm betreten. Machen wir mal. Kristallturm. Ich habe ein bisschen Angst. Was mich hier erwartet, was mich töten kann. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe einen Vorhang erhalten. Was kann ich damit dekorieren? Habe ich ein Zimmer? Ich möchte irgendwas mit meinem Vorhang machen. Das sieht auch toll aus. Er trägt eine Hose. Oder er trägt nur ein... Naja, so ein... Boxer-Tanga oder wie auch immer man das nennen mag. Eine rote Windel, ja. Vielleicht ist die auch nur unglücklich hautfarben, man weiß es nicht. Ich kann noch ein anderes nehmen. Ist das besser? Es läuft von hinten so komisch. Ich glaube, ich muss noch ein anderes nehmen. Aber ich muss schon sagen, der Hexer reizt mich auch irgendwie. Nochmal Vorhang. Links ein Vorhang, rechts ein Vorhang, andersrum. Ist auch egal. Warum nicht? Ja, doch auch. Ja, ne? Ist der Dunkelritter nicht niedlich? Och nö. Was? Die verdoppeln sich nicht. Die beschwören einfach noch was. Na super. Eisgar. Eisgar ist böse. Hört auf zu beschwören. Oh Gott sei Dank. Er hat alle weggekillt. Ja, schon. Radlauge klingt witzig. Meine Güte, wir haben das überlebt. Aber wisst ihr jetzt, warum ich den Dunkelritter mag? Muss ich da rein? Ich komme sonst nicht zu den anderen Kisten.
Ha, verraten. Du spielst Planet Zoo. Das hat Steam mir gesagt. Steam hat mich angeschrien, dass du das spielst. Ich weiß gar nicht, kann man das in der Aufnahme sehen? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Mein Mauszeiger konnte ich sehen. Der Chat hat nichts gesehen. Vielleicht kann man es auch nicht sehen. Ich weiß es nicht. Ich konnte es definitiv sehen. Ja, wo bin ich? Wo ist meine Heilung? Da. Diesmal weniger nerviges Geräusch. Okay, ich speichere nochmal. Eine Wand aus Eis oder so? Aus dem Spiegel erklingt eine Stimme. Ach, das ist ein Spiegel dahinter. Ich dachte, das ist eine Tür. Ich bin die Tür zu... Heißt das jetzt Eureka oder Jurika? Oder wie auch immer. Dem verbotenen Land. Das Waffen birgt, die die Kräfte der Menschheit übersteigen. Eine unsichtbare Mauer blockiert den Weg. Los, Kanu, öffne es. Nichts passiert. Ich wollte es mal ausprobieren. Zahn der Zeit. Nichts passiert. Muss jetzt erst noch einen Schlüssel oder sowas suchen. Ich habe doch einen Vorhang gekriegt. Noahs Laute bringt wahrscheinlich auch nichts. Was hilft uns denn da? Jetzt haben wir es extra in den Turm geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich finde eigentlich, dass man das durchaus können sollte. Zahn des Wassers. Was hilft uns da? Oh, wir brauchen wirklich einen Schlüssel. Wo kriegen wir den her? Ah, haben wir den irgendwo vergessen? Ich muss mal kurz gucken. Da jetzt noch stundenlang rumzusuchen, habe ich keine Lust. Kann ich den Himmel suchen? Suchen, 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 auf Seite suchen. Okay, da kriegt man die Schlüssel. Wo ist das? In Dogas Grotte. Okay, da müssen wir noch mal zurück. Ohne den Schlüssel kommen wir hier nicht weit.
Muss ich jetzt wieder ganz da durchlaufen oder kann ich... Ich weiß nicht mehr, wie das Item heißt. Haben wir das überhaupt? Ich glaube nein. Aber wenn ich hier jetzt wieder wechsle, haben wir wieder keine Magie. Sonst würde ich mit dem weißen Magier hier wieder raus. Aber gut, nehmen wir noch ein bisschen Erfahrung mit. Kann ja nicht schaden. Ich glaube, wir sind geheilt. Naja. Ih, der kann beschwören. Warum? Warum? Vielleicht kriegen wir doch noch ganz schnell die 50. Damit würde man sich überall sicher fühlen. So, ich muss wieder ganz rüber, glaube ich. Alter, hat er gerade 5000 abgezogen. Wir werden diesen Dungeon wiedersehen. Wir müssen ihn gar nicht vermissen. Das ist irgendwie keiner tun wird, glaube ich. So, jetzt haben wir es gleich wieder rausgeschafft. Das ging schneller, als ich dachte. Und dann müssen wir uns auf die Suche nach dem Schlüssel machen. Es wäre ja blöd, keinen zu haben oder hier an der Stelle stecken zu bleiben. Da sind wir wieder draußen. So, und jetzt muss ich dahin zurück.
wenn die Gegner uns lassen. Ja, ich habe verstanden, lass mich hier doch einfach raus. So. Warum können wir da nicht lang? Habe ich da schon wieder irgendwas vergessen? Warum habe ich ganz schön was vergessen? Oh mein Gott, Bahamut gibt's auch. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Soll der jetzt sein? Da? Okay. Müssen wir vielleicht erst dahin? Da waren wir noch gar nicht. Schauen wir uns noch mal eine Weile um. Hier ist ein Schokobo-Wald. Nein, ich wollte da nicht noch mal rein. Das ist eine Stadt. Ah, ich glaube, ich bin hier ganz an der falschen Stelle. Wie komme
nicht dahin. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, wo ich hin muss. Oh, hier ist auch ein Dorf. Da waren wir schon. Irgendwo sind wir komplett falsch abgebogen. Ich hab nur keine Ahnung wo. Ah, hier war das mit den Statuen. Ah, da war der Erdkristall. Okay, das haben wir gemacht. Folge mal ein bisschen der Anleitung. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwo diesen dummen Schlüssel wiederfinden. Nein, ich wollte nicht. Du bist ja gar nicht unser kleines Schiff. Das kleine Schiff steht noch da. Wir brauchen unser U-Boot. Alter, das Vieh ist voll schnell. Nein, du sollst nicht an Land landen. Du bist ein U-Boot, geh unter Wasser.
So, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Mampfa. Interessante Kreaturen. Aber immerhin können wir hier relativ gut durchlaufen, ohne dass uns die Viecher gefährlich werden. Ja, jetzt haben wir diese tief sitzende Angst, dass sich alles teilt. Das war schon nicht nett. Aber vielleicht wäre dann der Sprung von den Gegnern nicht so massiv gewesen, wenn wir, naja, nicht alles mögliche übersprungen hätten. Aber vielleicht hat man dann schon das Training für den Endboss gemacht. Das ist auch schon mal gut. Ich weiß ja nicht, was uns dann da erwartet. Naja, kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich, naja, vernünftig ist mit der Levelkurve. Aber dadurch, dass wir so viel übersprungen haben, wir deshalb gedacht haben, es wäre nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Möglich ist alles. Aber ich freue mich einfach, dass mir, glaube ich, nichts gefährlich werden kann. Zumindest von den einfachen Monstern. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Boss hier. Ah, doch, ich erinnere mich. Den da hatten wir gesehen. Da hatte ich ja noch gedacht, wie kommen wir da hin? Jetzt haben wir das geschafft. Mit ein bisschen Verspätung. Keine Ahnung, was er uns bringt. Gespeichert habe ich gerade. Wer wagt es, meinen friedlichen Schlaf zu stören? Odin greift die Gruppe an. Oh, hallo Odin. Schauen wir mal, was du so drauf hast. Wir tun ihm schon mal ordentlich weh.
Aber es war eigentlich ganz okay. Krieger des Lichts, meine Kräfte gehören nun euch. Den Beschwörungszauber Mors erhalten. Aha. Das war's, glaube ich, schon hier. Es war nicht das, was ich erwartet hatte, aber interessant. Wir sind geheilt. Huch, wir haben einen Stein bei uns. So, jetzt brauchen wir unser großes Luftschiff wieder. Und jetzt muss ich mich wieder daran erinnern, wie wir auf die fliegende Insel kommen. Oder mit dem fliegenden Kontinent, das ist ja keine Insel. Da ist sie hin. Das habe ich doch gesucht. So kommen wir vielleicht auf ein Stück weiter. Ich weiß es nicht. Da schwimmt was. Haben wir das schon gesehen? Muss ich da überhaupt hin? Das Ding war ein Dungeon. Auch süß. Ich könnte ruhig mal sagen, welche Statusveränderung wir kriegen. Ich komme ja nie dazu, das mal auszuprobieren oder mir mal anzugucken.
Ich glaube, der Dungeon möchte uns irgendwas mitteilen. Er möchte, dass wir Angst haben. Ich hoffe, dass wir hier auch wenigstens die Schlüssel kriegen. Seelöwen. Die finde ich so niedlich. Die machen ein bisschen Aua. Damit können wir Odin beschwören mit Mors. Ich meine, ich hatte nichts anderes erwartet, aber warum Mors? Ich habe da was gesehen. Das ist Leviathan. Sieht schon ein bisschen so aus. Nein, speichern wir auch noch mal. Ich bin Leviathan. Nur diejenigen, die das Licht in sich tragen, sind meines Beistands würdig. Beweist mir eure Kraft. Leviathan greift die Gruppe an. Erst hatte ich gedacht, so cool. Leviathan schließt sich der Gruppe an. Aber nein, er will nur kämpfen. Und irgendwie sieht er überhaupt nicht beeindruckend aus. So ein bisschen wie Mushu von Mulan. Als wäre er ganz klein und würde sich für was ganz Großes halten.
hat uns überschwemmt. Oh, 7000. Ja, da würde ich auch sterben. Von dem zweiten Sprung hätte ich auch Angst. 7000. Das war ordentlich. Ihr seid wahrlich Krieger des Lichts. Euch will ich dienen. Wir haben den Beschwörungszauber Aqua erlernt, erhalten. Dafür, dass ich niemanden habe, der beschwören kann. Also jetzt gerade aktuell nicht. Kriegen wir ganz schön viele Beschwörungen. Das ist nicht das, was ich suche. Ich suche doch nur einen Schlüssel. Eigentlich zwei. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam der Stelle, wo wir den Schlüssel kriegen. Wenn wir mal jemals hier rauskommen. Aber wir haben die erste Person auf Level 50. Yay! Limette. Oh, warte. Azur war auch schon auf Level 50. Oh, dann hat Azur das Rennen gewonnen. Ich dachte, Limette hätte das Rennen gewonnen. Tut mir leid, Azur. Ich wollte es eigentlich groß feiern. Ganz vergessen. Oder ganz übersehen. Aber Azur ist auch so ein Stiller, der sagt nicht viel. Ist ganz bescheiden. So. Könnten ja mal eine Runde schlafen. Schön in der Rüstung im Bett liegen. Das ist mit vier Mann bestimmt sehr angenehm. Da können wir Vorräte auffüllen. Geld genug haben wir. Finde ich vielleicht an der Stelle auch das, was ich vorher gesucht habe.
Muss ich da hin? Muss ich da rein? Ich glaube schon. Bahamuts Höhle haben wir jetzt. Eigentlich können alle nach Hause gehen. Azur rockt das schon. Oh ja. Ich war gerade einkaufen. Wir machen echt viel Schaden. Für einen Moment hatte ich gedacht, Zinnober hat es auch geschafft, aber der ist jetzt erst 49 geworden. Der Junge, der hängt immer ein bisschen hinterher. ...9.999 Schaden. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Bahamuts donnernde Stimme wird von draußen in die Höhle getragen. Ihr habt euch gut geschlagen, doch schlagt ihr auch mich. Ich denke schon, dass wir den schlagen. Stärke erstmal die Gefährten und dann mal gucken, ob du es überlebst. Da hat er auch mal ordentlich Schaden gemacht. Ich meine, gut, er ist ein Dragoon. Eigentlich, ja, warum nicht? Wir kämpfen gegen einen Drachen. Autsch. Obwohl geht. Ich bin echt froh, dass wir trainiert haben vorher.
in dem Beschwörungszauber Rex erhalten. Schade, ich dachte, wir würden hier einen Schlüssel kriegen. Aber jetzt haben wir Bahamut. Einfach so in die Tasche gesteckt. So, nun. Jetzt zu Doga können. Haben wir immer noch nicht. Was fehlt uns denn noch? Brauchen wir das andere Luftschiff. Sollte die nicht so weit auseinander parken. Aber hier wird unser Luftschiff ja nicht geklaut. Das ist schon mal gut. Oder kann nicht geklaut werden. Es ist viel zu kompliziert, hierher zu kommen. So, können wir mit Flitzy dahin? Flitzy! Wo war es eigentlich nochmal? Falsche Insel, da war's. Flitzy kann dahin.
aber glaube ich falsch. So ein süßer Angriff. So, das endlich. Hier entlang. Holt euch, was Unai und ich für euch vorbereitet haben. Stimmt, daran erinnere ich mich. Dogas Stimme hallt von den Wänden wieder. Durchquert diese Grotte, um zu Unai und mir zu gelangen. Danke, was anderes hätte ich auch nicht erwartet oder getan. Aber wenn sie mich doch eigentlich teleportieren können, ne? Nur mal so, hätten die mich nicht gleich dahin teleportieren können, wo die sind? Warum muss ich dann noch laufen? Oh, weil es hier Geld gibt vielleicht. Nicht, dass ich welches bräuchte. Jetzt gerade im Moment habe ich eigentlich genug. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Ich weiß ja nicht, was man hier noch alles kriegt. Da gibt es noch mehr Geld. Die ganze Höhle besteht aus Geld. Kann man da lang? Da sieht die Wand so komisch aus. Yay, Rosé hat auch 50. Ja. Ein einladender Raum, da gehe ich mal ganz schnell wieder raus. Ihr dürft die ruhig töten, ja? Ihr müsst euch gar nicht zurückhalten. Oh Mann, das wird verwirrend. Da war ich schon. Ich sag doch, es wird verwirrend.
Da stimmt, da war der Raum, der nicht so einladend aussah. Müssen wir nach oben. Merkt euch das einfach. Merkt euch das und sagt mir das dann. Noch ein Vorhang. Huch. Irgendwo sind wir gelandet. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Gut, ihr habt es geschafft. Ich habe den, ich sag mal, Eureka-Schlüssel besorgt. Doch ihr müsst ihn noch vervollständigen. Und dazu müsst ihr Unai und mich im Kampf bezwingen. Richtig. Ihr müsst euch uns stellen. Was? Das meint ihr nicht ernst, oder? Hört jetzt gut zu. Vor langer Zeit gelangte die Menschheit in den Besitz von Waffen, die so mächtig waren, dass niemand sie handhaben konnte. Die Waffen wurden in Eureka versiegelt. Doch nun ist die Zeit gekommen, von ihnen Gebrauch zu machen. Der Schlüssel wird euch nach Eureka führen. Um ihn zu vervollständigen, bedarf es jedoch einer gewaltigen Energie. Eine Energie, die nur im Kampf gegen Unai und mich freigesetzt werden kann. Aber es muss einen anderen Weg geben. Wir können doch nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid unsere Freunde. Unschuldige Narren. Ihr habt keine Wahl. Wenn ihr nicht kämpft, werdet ihr sterben. Doga greift die Gruppe an. Ja, zeig dich mal. Oh, Oh, ich hatte nicht gedacht, dass er so aussieht. Er kann uns aussaugen. Wir sind ganz krümelig. Oh, das war's. Das war jetzt nicht so schwierig. Doga, du darfst nicht sterben. Jetzt bin ich an der Reihe. Macht euch bereit. Nein, Unai, wir wollen nicht mit dir kämpfen. Zum Plaudern fehlt uns die Zeit. Keine Angst, selbst wenn unsere Körper vergehen, werden unsere Seelen fortleben. Los jetzt, kämpf gegen mich. Also sie sieht tatsächlich so aus. Sie ist nur ein bisschen größer, glaube ich, als ihre Experimentkumpaninnen nennen. Sind eigentlich gut geheilt. Ja, haben wir auch geschafft.
Und Azur hat Level 51 erreicht. Doga, oh nein. Ausgezeichnet. Der Eureka-Schlüssel ist nun vervollständigt. Nehmt den an euch. Ich habe den Schlüssel erhalten. Doga! Seid nicht traurig, junge Krieger. Unsere Seelen werden weiterleben. Geht nun zum Zykrus-Turm. Vorbei an den Statuen, die ihn bewachen. Das haben wir schon gemacht, das musst du uns nicht erklären. Wir waren schon ein ganzes Stück weiter. Haltet Xande davon ab, eine Herrschaft der Dunkelheit zu errichten. Nur ihr könnt das vollbringen. Der Eingang zu Eureka befindet sich im Xande-Turm. In Xandes Turm. Dies werdet ihr ebenfalls brauchen. Den Zykrus-Schlüssel. Zykrus. Zitrus. Zitrone. Nur mit ihm lässt er sich versiegeln. Lässt sich die versiegelte Tür innerhalb des Turms öffnen. Wir werden immer über euch wachen. Bringt Xande auf den rechten Weg zurück. Oh nein. Wir haben auch den Schlüssel erhalten. Na gut, das war spannend. Ich bin nicht so emotional gebunden an die beiden. Nachdem ich gesehen habe, wie sie wirklich aussehen, noch viel weniger. Die Mette hat auch 51 erreicht. Ich bin so stolz, sie werden so schnell erwachsen. Ich erstmal den Weg zurück zum Turm finden. Yay, Zinnobad Level 50 erreicht. Alle Charaktere auf Stufe 50 verbessert. Na schön. Sich wieder gefangen. Es war für Limette zu traumatisch,
Rosé getötet zu haben, dass er sich von seiner Verwirrung erholt hat. So, Fritzi. Hey. Oh, ich hasse das. Mit dem Ding irgendwie präzise zu arbeiten, ist so schwierig. Nein, das war die falsche Öffnung. So haben wir wieder unser gemütliches Luftschiff. Wir können an der Stelle weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, da. Da war der Turm. Ja, dann schlafen wir noch mal eine Runde, füllen unsere Vorräte noch mal auf. Man weiß nie. In dem Turm sind viele Dinge, die uns töten können. Oh, das brauchen wir gar nicht. Da brauchen wir auch irgendwie nur eine. Wir waren sehr sparsam. So, speichern wir noch mal. Da müssen wir noch mal hier durchlaufen.
hole ich aber noch die Kisten, die hier noch übrig sind. Nö. Ich habe keine Lust. Oh, alle verlassen ihn. Ich mache auch für dich keine Ausnahme. So, müssen wir hier lang. Komm, eigentlich wollte ich sie nicht. Na, egal. Egal. Hat aber auch Lebenspunkte. Na, geht doch. Wir haben es gleich an die Stelle geschafft. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Haha. Da haben sie Rosé einmal komplett umgehauen. Die Schweine. Leben wir halt wieder. Wir haben ja genug Zeug da. Und wir haben bestimmt noch ein bisschen... ein bisschen kleiner Heilkram, den ich gerade nicht finde. Dann halt nicht. Finde auch da. Den großen nicht, wollte ich gerade sagen. So, da haben wir schon mal durchgeschafft wieder. War doch gar nicht so schwierig.
Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch. Jetzt haben wir aber einen Schlüssel. Okay. So epische Musik. Oh, die sind ja niedlich. Bin ich vergiftet? Oh, Tatsache. Hm, habe ich irgendwas gegen gegen Gift? Ah, das hatte ich eigentlich gesucht. Vorher irgendwann mal. Ah, doch, da. Hatte sich versteckt. Bombenarm. Ich hatte Bomberman gelesen. Und dachte, oh, wie cool. Hier könnte man echt gut eine Runde Bomberman spielen. In diesem Dungeon. Und wir haben noch nicht mal viel gesehen. Ich sollte hier ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier können uns alles töten. Kann ich irgendwie das... Nein, ich will das sortieren, Mann. Das macht mich so fertig. Oh, warte, da. Da ist irgendwo sortieren. Ah, oh, sortier es mal. Oh ja, so ist doch gut. Warum sehe ich das erst jetzt? Ich habe mich so mit meinem Menü rumgequält. Toll, finde ich gleich eine Falle. Ninja. Er hat bestimmt lange in der Kiste gesessen.
Aha, Zinnober ist auf 99 im Beruf. Was habe ich hier halt? Eine Schleife? Habe ich nicht ganz aufgepasst. So, aber oh, wo müssen wir lang? Ich gehe erstmal hier lang. Wie immer werden wir schon den richtigen Weg finden. Warum geht die Treppe eigentlich nach unten? Ich dachte, wir müssen den Turm rauf. Oder müssen wir erst tief nach unten, um hoch zu fallen? Irgendwie überzeugt mich das nicht. Vielleicht sind wir im Antiturm. Yay! 2,52er. Das sieht irgendwie gefährlich aus.
Die Vollmondklinge, Macht der Dunkelheit. Lasst uns sehen, wie ihr euch schlagen werdet. Oh, du bist ja cool. Schwächen gewechselt. Aha. Da wieder die Schwächen gewechselt. Was mich irgendwie nicht davon abhält, das zu tun, was ich die ganze Zeit tue. Scheint ja trotzdem zu funktionieren. Das hat gut Schaden gemacht. Ach, der Junge ist überhaupt nicht. Ah, na endlich. Irgendwie ist es schon cool, wie sie sich in ihre Pixel auflösen. Yay, Zinnober hat endlich 51 erreicht.
die Vollmondklinge erhalten. Wer die wohl tragen kann. Ob man die überhaupt tragen kann. Nee, da wollte ich nicht hin. Ausrüstung wollte ich. Gucken, ob man generell irgendwas hat. Kannst die Kristallhandschuhe tragen. Und den Kristallpanzer. Kristallhelm. Du kannst die Vollmondklinge tragen. Da geht die Präzision runter, aber nicht so viel. So, warte mal. Da geht nichts runter. Gesundheit. Tatsache, eine Schleife. Die brauchst du, glaube ich, aber nicht. Komm, du kriegst die Schleife, Limette. Könntest eigentlich auch noch ein paar mehr Sachen gebrauchen, Rosé. Aber naja. So. Dann gehen wir mal weiter. Da laufen echt interessante Viecher rum. Massamune, die mystische Klinge. Besiegt mich und ich werde euch gehören. Jetzt wollen auch schon die ganzen Waffen mit uns kämpfen. Meine, die Mondklinge ja auch. Und ich find's cool. Es ist eigentlich, naja, ein CD-Frisbee. Da ist Zinnober gestorben.
Mal wieder. Und da ist die Waffe gestorben. Und Limette ist auf 99. Yay. Viele Waffen man wohl findet, gegen die man kämpfen muss. Und da hinten ist noch eine Waffe im Stein. Aber kommen wir da überhaupt hin? Ich habe keine Lust, irgendwo runterzufallen. Excalibur, das legendäre Schwert. Lasst uns sehen, ob euer Licht heller leuchtet als das meine. So grundlegend würde ich sagen, es leuchtet gerade gar nicht, aber man will ja nicht kleinlich werden. Jetzt sehen wir auf Rosé abgesehen. Haben wir auch das geschafft. Ja, auch das Excalibur haben wir erhalten. Das können wir, glaube ich, sogar ausrüsten. Vielleicht aber auch nicht. Du kannst es nicht tragen. Oh, du kannst das tragen. Dann halt nicht. Wie kommen wir jetzt dahin?
Oh. Vielleicht ist es ein unsichtbarer Weg, der uns dahin führt. Ein bisschen Angst vor dem, was uns erwartet. Da wollen noch mehr Waffen kämpfen. Der Ältestenstab. Ihr müsst mich bekämpfen, wenn ihr meine Kraft begehrt. Der Geist des Stabes greift die Gruppe an, ja, die Gruppe an. Das sieht ja schon spannend aus. Ich kann nicht so genau ausmachen, wo was anfängt und wo was aufhört. Aber es hat niedliche Beine. Das war knapp. Oh. Das Vieh hätte uns fertig machen können. Aber das hat es nicht. Jetzt gehört es uns. Huch. Und außerdem den Beruf des Ninja, der den Kampf mit sämtlichen Waffen beherrscht, und den Beruf des Weisen, der sich auf das Wirken sämtlicher Zauber versteht. Der Weise ist schon nicht schlecht.
Wäre ja eigentlich was für Rosé. Zeigt euch mal. Der Weise und der Ninja. Ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt zu wechseln. Und vorher noch die Möglichkeit hat zu speichern. Beziehungsweise, naja, komplett zu heilen. Ich würde ihn ja schon gerne ausprobieren. Ich mach's einfach. Wir probieren's aus. So. Ich bin Ragnarök, die Dämonenklinge. Lasst mich eure Stärke prüfen und sehen, ob ihr würdig seid. Ob wir das sind, sehen wir dann, weil ich habe keine Ahnung. Keine Magie. Aber ich wollte es ausprobieren. Wenn es nicht klappt, versuchen wir es gleich nochmal. Ich meine, ich könnte ein Elixier ausprobieren, aber eigentlich will ich das noch nicht einsetzen. Immerhin, wir haben es doch geschafft. Das Licht in euch ist stark. Ihr habt euch bewährt. Wir haben alle versiegelten Waffen gefunden. Oh. Der Dunkelritter stirbt. Ist da nur noch seine Rüstung? Ich meine, er ist ja, glaube ich, auch eher eine hohle Frucht. So, aber ich glaube, mit Rosé so kann ich nicht weitermachen. Schau mal, was mich da erwartet. Was kann ich für dich tun? Oh.
belebt mit allen LP wieder, das brauche ich. Teilt heiligen Schaden können wir aufnehmen. Teilt kritischen Schaden. Weiß ich noch nicht, was machst du? Hier könnte ich nochmal Beschwörungen kaufen, okay. Ich dachte, ihr würdet mich vielleicht heilen oder so. Das hätte mir sehr gefallen. Aber gut, dann gebe ich noch ein bisschen Geld aus. Keine Ahnung, ob du noch was tragen kannst. Aber das brauchen wir definitiv, ja. Er kann nicht mehr Zauber lernen. Schade. Aber du bist wieder schön ausgestattet. Das wollte ich nicht. Ich habe irgendwie keinen Stufe 4 Zauber. Aber das macht ja nichts. Wir haben Erzengel, das ist schon mal viel wert. Oh, hallo? Was kann ich für euch tun? Oh, man kann noch Ausrüstung kaufen. Die bringt uns allen was. Das macht schon einen Unterschied. Und jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück zu der Abzweigung. Es war eine schöne Reise. Ich habe sie sehr genossen. Ich hätte gerne noch eine Heilquelle.
machen wir ordentlich Schaden. Jetzt kann uns keiner mehr was. Glaube ich. Wenn wir jetzt noch ordentlich heilen könnten, wäre das super. So, sind wir jetzt hier in der Abzweigung? Ja. Schade, es ist keine Heilquelle. Aber wo müssen wir hin? Hätte ich da unten doch noch irgendwo weitergekonnt? Bin nur ein bisschen verwirrt.
Nee, ich glaube, man muss wieder zurück. Kann ja immer noch keine Magie nutzen, müssen wieder laufen. Warte. Ich hätte draußen speichern können, verdammt. Und das wäre echt cool, wenn ich mein Luftschiff hierher holen könnte. Damit ich mich einmal gratis heilen kann. Ich habe was gesehen. Chocobos Zorn. Das klingt irgendwie überhaupt nicht gefährlich. Dabei können die Viecher bestimmt ordentlich zuhauen. Aber Chocobos, so ein niedliches Wort. So, und noch die restlichen Kisten. Dugas Klon. Wenn wir ihn nicht vorher schon kennengelernt hätten in der Gestalt, hätte ich das auch wieder sehr seltsam gefunden. Ich will einmal da reingucken.
eine Inschrift. Der Sykrus-Schlüssel allein vermag es, diese Tür zu öffnen. Dann öffnen wir mal. Und da wartet uns der Kristallturm. Ja, ich will mal was gucken. Der führt uns wohl zum letzten Boss. Ich meine, war auch irgendwie klar. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Irgendwie bin ich sehr müde. Aber wir haben sehr viel geschafft. Gut, vielleicht machen wir beim nächsten Mal dann den Endboss platt. Aber nur vielleicht. Ansonsten beim übernächsten Mal. Ihr kennt das Spiel. Aber ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht und bis Darren.